Aus dem Quadtreffen Zetel ist das Quadtreffen Marx geworden. Nachdem sich die einstigen Organisatoren, die Quadfreunde Zetel, aufgelöst haben, wurde das Treffen auch gleich umbenannt, und zwar in QTM, Quadtreffen Marx. Naheliegend, da der Event in der Gemeinde Marx stattfindet, in der auch Zetel liegt. Das diesjährige Quadtreffen Marx lockte unter der Organisation der Quadbulls Marx rund 670 Besucher auf die Spielwiese. Der Szenetreff im Zeichen der Schlammfreunde findet stets über das lange Pfingstwochenende statt. Dieses Jahr vom 2. bis 5. Juni 2017. Der Event vereinte Teilnehmer aus ganz Deutschland, Holland, Dänemark, Österreich und der Schweiz an der Nordsee rund ums Mattfahren mit hohem Anspruch. Was einst klein anfing, ist mittlerweile das größte nicht kommerzielle Treffen dieser Art in Deutschland. Trotzdem hat das Quadtreffen seinen familiären Flair nicht eingebüßt. Highlights waren neben der Freude, die man den kleinen wie auch den großen Mudracern ansehen konnte, der Mudrace-Wettbewerb und das Zeitfahren auf dem MX-Parcours und nicht zuletzt auch die traditionelle Scheunenparty. Doch es sollte nicht nur um sportliches und geselliges Beisammensein gehen. Der 13. Event dieser Art stand auch ganz im Zeichen von Spendengeldern. Private, gebende Hände wie auch Sponsoren erwirkten gemeinsam eine Summe von 1000 Euro. Dieser Betrag soll kranken Kindern helfen. Die Ehrenamtlichen des Quadtreffens entschieden sich dazu, die Quad-Engel Ostfriesland zu unterstützen, eine Organisation, die kranken Kids mit Quadfahren eine Freude bereitet. Erst seit kurzem haben sich diese guten Seelen zu einem Verein zusammengeschlossen. Das nächste Quadtreffen in Marx-Zetel wird über Pfingsten 2018 stattfinden, vom 18. bis 20. Mai 2018.